Klaus und Werner. Die meisten Waffenhersteller wollen etwas Vielfalt in ihre Produktlinie bringen. A&R stellen Reaktoren her und Grey Cat Buggies. Auch Behring als Platinium-Klassehersteller für Laserwaffen stellt nebenbei noch Schildgeneratoren her. Klaus und Werner tun das nicht. Sie stellen nur Waffen her, aber dafür sehr gute. Diese einfache Philosophie war die Idee von Klaus Hector, einem erfolgreichen Waffenerfinder, der vor allem daran glaubte, dass die Einfachheit des Designs in Kampfsituationen triumphieren würde. Lange befürwortete er die Herstellung von Waffen mit möglichst wenig beweglichen Teilen. Dies verringert vor allem den Verschleiß, außerdem bedeuten weniger Teile auch weniger Nachschub an die Front. Er begann seine Karriere auf Terra, in dem berühmten Behring-Labor, wo seine Entwürfe großen Beifall fanden, aber seine Philosophie ignoriert wurde. Militärverträge waren am lukrativsten, wenn man weiterhin Ersatzteile, Upgrade-Kits und Material zur Wartung der Waffen liefern konnte. Eine zufällige Begegnung mit Jessica Werner, der Witwe eines reichen Industriellen, sorgte dafür, dass Klaus bei Behring kündigte und eine neue Firma auf der Grundlage seiner Prinzipien gründete. In den folgenden Jahren machten sich Klaus und Werner einen guten Namen. Zivile Piloten à la Couleur vertrauten auf ihre günstigen und effektiven Waffensysteme sowie ihre Handfeuerwaffen. Im militärischen Bereich hatte das Unternehmen nur wenig Erfolg. Trotz wiederholter Gebote für militärische Aufträge bekamen sie immer nur Fertigungsaufträge für Behring-Waffen, da die Armee und die Marine sich weiterhin auf die etablierten Standards für Waffentechnologien verließ. Die CF-Baureihe. Die wesentliche Einschränkung von Laserwaffen ist ihr geringes Schadenspotenzial. Laser laden sich zwar schnell wieder auf, aber bei der Vielzahl von Energieschilden und Panzerungsarten ist es sehr schwierig, saubere Treffer zu landen. Trotz aller Versuche, die Energieleistung der Laser zu erhöhen, hat noch niemand einen Laser entwickelt, der den Schaden einer kinetischen oder einer Neutronenwaffe erzeugen kann. Die meisten Designer arbeiten nur um dieses Problem herum. Sie erhöhen die Reichweite und die Präzision ihrer Laser. Nicht aber die CF-Laser-Repeater-Serie von Klaus und Werner. Die basieren auf einem ganz anderen Prinzip. Sie bringen möglichst viele Treffer in einem großen Gebiet so schnell wie möglich unter. Die drei Modelle der CF-Serie sind Bulldog, Badger und Panda. Und sie sind momentan für den größten Teil des Umsatzes bei Klaus und Werner verantwortlich. Der CF-007 Bulldog Laser Repeater ist das Einsteigermodell mit einem niedrigen Preis, um den neuen Piloten das Repeater-Konzept vorzustellen. Die große Hoffnung dabei ist, dass ein Pilot, der eine Bulldog als Startwaffe nimmt, sich an ihren Stil gewöhnt und wenn es an der Zeit ist, ein Waffen-Upgrade zu machen, sich wieder für eine Klaus und Werner Waffe entscheiden wird, anstatt sich auf eine Behring mit ganz anderen Feuerspezifikationen umzustellen. Die Bulldog hat ein dreiläufiges, sequenzielles Design, mit dem es möglich ist, Energieschüsse mit einer hohen Treffergenauigkeit ins Ziel zu bringen. Der niedrige Schadensoutput ist dem sehr niedrigen Energieverbrauch geschuldet. Viele empfehlen, dass man sofort, sobald man genug Kredits hat, auf eine Waffe von höherer Qualität umsteigen soll. Der CF-107 Badger Laser Repeater ist eine Waffe für mittlere Reichweite und der logische nächste Schritt nach der Bulldog. Aus technischer Sicht ist sie lediglich eine bessere, abgestimmte Bulldog, mit etwas zusätzlichem Styling auch für reichere Kunden attraktiv zu machen. Der Badger hat die gleichen Probleme wie die Bulldog, das geringe Schadenspotenzial. Die Repeater-Befürworter überspringen in der Regel beim Upgrade diese Waffe, es sei denn, ihre Schiffe sind so ausgerüstet, dass die bessere Panther keine Option für sie ist. Der CF-227 Panther Repeater ist der Höhepunkt in der Klaus und Werner Repeater Produktlinie für kleinere Schiffe. Der Panther überwindet die Designgrenzen des Bulldogs und des Badgers und wird dadurch zu einer wirklichen Fire-and-Forget-Waffe. Sie bietet ein respektables Energieverbrauch und Schadensoutput-Verhältnis. Piloten, die sich sowohl dem Energieverbrauch als auch dem Preis leisten können, bedauern selten die Entscheidung, diese Waffe zu kaufen. Die größte Einschränkung dieser Waffen sind ihre Probleme mit der Energieeffizienz. Die Mass Driver Kanonen, Klaus und Werners zweite weniger bekannte Produktlinie, sind die ballistischen Mass Driver Kanonen.
Die ballistischen Waffen sind in der Lage, verschiedene Arten von Munition zu verschießen, haben daher eine bessere Durchschlagskraft durch Schilde und Panzerung, haben aber den Nachteil, dass man dafür Munition braucht. Der niedrige Energieverbrauch ist ideal für Piloten, die Energie sparen müssen, um ihre EM-Signatur zu verkleinern. Klaus und Werner produzieren momentan eine 60mm Version ihrer Mars-Driver-Kanone für den zivilen Markt. Der größte Kritikpunkt an dieser Waffe ist seine begrenzte Magazingröße. Aber auf dem Zubehörmarkt gibt es einige Upgrades, die dieses Problem etwas lindern. Obwohl die Mars-Driver-Produktlinie einen langsamen Start hatte, steigert sich nun der Umsatz jedes Jahr um das Vierfache. Dies dürfte wohl auf die Erhöhung der Vandul-Angriffe an der Grenze gekoppelt sein. Mit dem Eindruck, dass die Mars-Driver-Kanonen einen größeren Schaden an einem Skies-Jäger anrichten als einfache Laser. Während Militärkreise diese Aussage nicht wirklich unterstützen, hat es dazu geführt, dass in den Grenzwelten die Milizraumschiffe im großen Stil mit Mars-Driver-Kanonen ausgerüstet werden. Die Handfeuerwaffen. Die wahrscheinlich bekannteste Waffe im Sortiment von Klaus und Werner ist das Modell 2 Arclight. Berühmt wurde sie als die Waffe von Kyle Fenris in der Holowitz-Serie The Frontier. Die zuverlässige Arclight wurde so sehr mit dem Helden verbunden, dass die Produzenten der Serie sich einmal dazu gezwungen sahen, eine Lizenzvereinbarung mit Volt zu torpedieren. Sie mussten den müdenden Fanprotesten und den sinkenden Einschaltquoten nachgeben und die Arclight wieder zur Waffe des Helden machen. Das Modell 2 Arclight ist auf dem Zivilmarkt extrem populär. Man wird es unter den meisten Kopfkissen oder als Plastikspielzeug in den Händen von Kindern, die Sternenheld gegen Vanduuls spielen, finden. Die Kehrseite davon ist, dass die Arclight von vielen als eine Modeerscheinung und nicht als Waffe gesehen wird. Trotz allem ist die Arclight ein hochwertiger Laser und die wohl beste Handfeuerwaffe in der Branche. Die Langlebigkeit des Modell 2 Arclight und das Fehlen beweglicher Teile, wie es die Philosophie von Klaus vorschreibt, bedeutet, dass sie in einigen sehr extremen Umgebungen funktioniert, nicht einfriert oder sich deaktiviert, wie viele Handfeuerwaffen anderer Firmen.